eigentlich habe ich immer Musik gemacht, tatsächlich. Meine ganze Schulzeit war voll mit Musik, Saxophon im Orchester und Band und eigene Band und Chor und noch ein Chor und Klavier. Die haben mich immer geholt. Und irgendwann habe ich mal für einen Lehrer, Tilman Weyerich in Kiel, da war ich 16, die spielten Charlies Tante auf Plattdeutsch, niederdeutsche Bühne, und da bin ich mal hingefahren, habe dann mich in Frack geschmissen, Klavier gespielt. Und dann ging das mit der Schauspielerei so ein bisschen los, mit den Kollegen da, ich fand das interessant, habe dann mal einen Kurs gemacht, dann die Schule, keiner hört jetzt zu, bitte, die Schule geschmissen, kurz vorm Abi, weil ich die Chance hatte, Klavier zu spielen bei Buddy Holly damals am Theater. Hab dann da fünfmal die Woche gespielt, und wie das so ist, wenn du jeden Abend die Show siehst und die Leute kennst, wenn einer ausfällt, kurze stumme Nummer, irgendwie spielst du es mal und hilfst dann aus, springst ein. Die haben uns immer so ein bisschen verteilt, auch in Massenszenen und so. Und dann habe ich halt, das wurde immer ein bisschen größer, dann hat mich ein Kollege an Agenten vermittelt.